Der Vibe als Kissen. Jo Leute, was geht ab? Digga, das ist doch, also Bro, es ist doch kein Meme-Content mehr. Das ist einfach nur weird. Das ist einfach nur super, super weird. Hallo? Hat da jemand Sch geschrien? Nein? Hat niemand Sch geschrien? Schade, weil ich würde euch jetzt gerne Sch präsentieren. Gerne. Ja, meine Freunde, es ist lange, lange her. Und ich weiß, dass sich der ein oder andere auch aufgeregt hat. Und ich frage mich wie immer, wieso ich Kopfhörer trage, wenn ich mir doch nur Bilder anschaue. Verdammt normal, wieso lerne ich es nicht? Meine Freunde, es ist mal wieder soweit. Wir schauen uns heute die unglaublich lustigen Memes aus meinem Subreddit an, meine Freunde. Revi-Memes, die sogenannten. Und ich bin eigentlich nicht mal gewillt, mir das hier reinzuziehen. Aber es sind 23 neue Bilder, die Tobi rausgesucht hat. Deshalb würde ich sagen, schauen wir direkt mal rein. Und ich hoffe, dass er Konzept sich von Evive Disses irgendwann mal wegentfernt hat. Vielleicht zu kreativen Original-Memes. Ich bin gespannt. Let's go. Auf Bild Nummer 1 sehen wir die drei Zustände des Trimax. Walkout, Workout, Brainer. What the fuck? Die drei Zustände eines Trimax. Walkout, Workout und Brainout. Dieses untere Bild ist das gruseligste, was ich wirklich gesehen habe in diesem Jahr. Also ganz ehrlich, ich habe eine Menge schreckliche Bilder sehen müssen und eine Menge schreckliche Sachen sind dieses Jahr passiert, aber... Also, Digga, das ist... Ich, der sich freut, dass Evive nicht bei Craft Attack ist, Petrit. Ja, es ist tatsächlich ich, der sich freut, dass Evive nicht bei Craft Attack ist. Wenn da jetzt noch ein Punkt gewesen wäre... Mashallah, deine Grammatik und Zeichensetzung, Bruder. Aber ansonsten stark. Ja, was... Ich meine, die Sache mit Petra bei Craftic hat sich ja mittlerweile auch gelöst. Wir sind ja fast schon wieder hier. So, ne? Falsche Geste. He's about to say his first words. A wife. Ja, das ist klar, dass eine Mutter da heult. Das ist absolut nachvollziehbar. Ich würde als Mutter auch heulen, wenn man sowas als erstes Wort sagen würde. Ich glaube, da gibt es eine Menge andere Wörter, die deutlich weniger enttäuschend wären. Zum Beispiel das Wort Rumatra. An sich eine Enttäuschung, trotzdem irgendwie immer noch besser als a wife, oder? Nee. Hier nochmal ein ganz kurzer Disclaimer. Nein, ich hasse diese ganzen Menschen nicht. Ich mag sie wirklich gerne und wir sind Freunde. Versteht das bitte mal. Das ist Ironie auf einem anderen Level. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr auch Ironie versteht. Trimax und G-Time, Vive und Petrit. Ja, und ich stehe allein in der Ecke. Trimax und G-Time haben sich irgendwie gefunden. Der Vive und Petrit sind die beiden, die ständig von mir fertig gemacht werden. Wer steht mal wieder allein da? Ganz genau, ich bin's, meine Freunde. Ja, schade. Falls ihr mich dabei unterstützen wollt, allein zu sein, schaut doch jetzt mal in den Stream rein. Es lohnt sich. Ich bin nämlich jetzt gerade live auf Twitch. Und wir spielen mal wieder eine Runde Craft Attack. Let's go, der Hase. Petra und Vive nach einer Aufnahme mit Revi. You and I aren't so different. Der Joker, wahrscheinlich ist es der Joker, oder? Der Green Goblin und Spider-Man. Ja, irgendwie seid ihr nicht ganz so verschieden. Ich mag euch beide irgendwie in eurer Online-Personality nicht so sehr. Obwohl wir eigentlich ganz gut befreundet sind. Es ist absolut das Gleiche. Ich mache die beiden wirklich nur fertig für meinen Personal Gain, damit ich mich besser fühle und Klicks generiere. Und goddamn, die Leute lieben es. Mythos, McDonald's ist ungesund. Fakt, McDonald's ist gesund, weil Salat auf den Burgern ist. Grüße geht raus an G-Time an der Stelle. Jeder weiß, dass Sport ungesund ist und McDonald's gesund ist, weil klar, natürlich ist da Salat auf den Burgern. Also muss ja McDonald's irgendwo auch gesund sein, ne? Kevin, reden wir nicht drüber. Vive, wenn er bemerkt, dass Craft Attack ist und Petrit statt er beleidigt wird. Ja, es ist wirklich so. Ich glaube, wir haben mittlerweile ein Petrit-Subreddit tatsächlich. Es wird, glaube ich, gerade wer anders hochgenommen hier. Ja, auch das stimmt mal wieder an der Stelle. Was soll ich sagen? Es kommt in Phasen. Es kommt in Jahreszeiten gefühlt. Also mal ist Petrit der böse, mal Vive. Eins sollten wir wissen. Ich finde Tim von Gewitter im Kopf immer noch beschissen. Ach, halt einmal, Revi. Revi, wenn er mit Hilfe von amerikanischen Trends Klicks macht. Business is booming. Ja, es ist vielleicht das ein oder andere Mal, vielleicht, also mal passiert, dass ich da die eine oder andere Idee ist, dass ich, also viel... Revi macht ein neues Video, doch Evive ist dabei. This is not okidoki. An interesting title. Ja, also, ich meine, um Corona zu heilen, müssen wir alle Videos von Evive schauen. Bitte? Irgendwie ist das so ein Meta-Meme, was ich wirklich nicht verstehe. Wieso ist der Donald Trump drauf, der aussieht wie... Wie heißt nochmal dieser Typ? Wir haben 100 Menschen gefragt. Ach, warte mal ganz kurz. Wir haben 100 Leute gefragt. Moderator. Der heißt Werner Schulze-Erdl. Findet ihr nicht auch, dass Donald Trump 1:1 so aussieht wie der hier? Eigentlich nicht. Eigentlich haben die gleiche Frisur. Ja, weißer Kaktus, ich verstehe das Meme nicht. Ist mir zu Meta, tut mir leid. G-Time be like, zum Morgen erstmal einen spannenden Blick auf Trimax Wand. Ja, Digga, da wird einfach meine Wand hochgezogen. Das ist halt Free Real Estate, was soll man sagen? Alter, Max macht da einfach, wie er will. Das Geile ist, er ist am Wochenende gestorben und ich werde mir den Clip später noch reinziehen. Und ich freue mich richtig darauf, ihn heute Abend im Stream damit fertig zu machen. Revi Subreddit, wie es auf ein neues Reddit-Memes-Video wartet. Die Uhr tickt. Ja, gut, Leute, hier bin ich. Und was soll ich sagen? Ich bin leider mal wieder enttäuscht worden von euch, ne? Also, man hätte sich in der Aktivität besser anstellen können. Der Link dazu ist mal wieder in der Videobeschreibung, meine Freunde. Wenn ihr darauf Bock habt, schaut da gerne mal vorbei. Es würde mich unglaublich glücklich schätzen. Revi,
Junge, moin Max, dein Ton versperrt dir aus, die Trimax voller Stolz, impossible. Irgendwie ist die Gleichung zwischen Thanos und Trimax wirklich, also ich seh den Zusammenhang, ich sehe die Metapher. Mola, der Trimax hier. Es muss... Ich glaube, es muss erstmal ein neuer Tisch her. Revis Zuschauer, wenn er nicht Survive ist. Ich kenne den Mann nicht, ich verstehe den Gesichtsausdruck, vielleicht bin ich zu alt. Richtig. Ist halt eine Katze, die ihr Wife gesehen hat, ja. Also Leute, der Link zum Subreddit ist in der Beschreibung. Wenn ihr vielleicht ganz kurz Lust hättet, das irgendwie mal zu retten hier, den Content, dann wäre ich euch echt dankbar dafür. Also, nur so, nur, vielleicht, wäre einfach cool, Vive als Kissen. Jo Leute, was geht ab? Also Digga, ich habe wirklich das Gefühl, als wären wir hier auf Facebook. Das ist einfach schrecklich, das ist genauso schrecklich, wenn Tante Marianne dir einen glitzernden Geburtstagsgruß schickt. F*** euch alle ins Knie, schreibt mir nie wieder solche Sachen zum Geburtstag. Ich hasse nichts mehr als diese glitzernden Sch*t-Gifs. Zuschauer, Evive, Revi. Zuschauer, Evive, Revi. Also die Zuschauer machen Evive kaputt und Revi hat aber noch mehr Evive in der Rückhand. Verstehe ich das? Also, weil ich noch mehr Evive habe, weil die Zuschauer wollen Evive nicht und ich gebe ihnen aber immer mehr Evive, weil Evive immer... Ja, nee. Rauch, Farbe, Bergbau, Pestizide, radioaktiv, Videos von Evive. Ich weiß tatsächlich nicht, vielleicht sollte doch einfach Corona stehen, aber wir brauchen bessere Schutzmaßnahmen gegen Evive-Videos. Ja, mindestens 1,50 Meter Abstand ist geboten auf jeden Fall zu sämtlichen Videos und Content von Evive HD und im besten Falle auch eine Mund-, Nasen- und Augen- und Ohrenbedeckung. Das kann ich an der Stelle nur empfehlen, alles andere hat langfristige Schmerzen und Folgen. Evive anschauen, Revi anschauen, einen guten YouTuber anschauen, überhaupt nichts anschauen. Schade, dass ich nicht auf der letzten Stufe bin. Schade, dass ich wirklich nicht auf der letzten Stufe bin. Also, schade, dass ich kein guter... Chat, wisst ihr was? Wieso nenne ich euch Chat? Ihr seid meine YouTube-Kommentare. Ach, Leute, ich bin lost. Stream läuft. Revi wird beleidigt. Revi küsst der Vive, ja. Ja, nee, also das war alles doch... Ist kein Kontext, einfach nur... Was zum Teufel, Digga? Was? Bro, what the f... Was soll... Digga, hör mal auf damit, Mann. Stoned. Digga, das ist doch, also Bro, das ist doch kein Meme-Content mehr, das ist einfach nur weird, das ist einfach nur super, super weird. Ja Leute, und zum Glück haben wir es damit, glaube ich, geschafft, wir sind am Ende dieser Tortur. Sind wir angekommen am Ende der Tortur? Nein, es geht weiter. Wenn der Lehrer sagt, er wird Vive schauen, um Corona aus deinem Körper zu ekeln. Your tactics confuse me and frighten me, sir. Ja, aber vielleicht funktioniert's. Jeder hat sein Hausmittel, aber macht's nicht. Wenn dein Lehrer sagt, er wird Vive schauen, um Corona aus seinem Körper zu ekeln. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht funktioniert's. Vielleicht solltet ihr aber auch einfach meine Videos wieder gucken. Ich muss nämlich ja im Dezember auch noch Miete bezahlen. So ist es ja nicht, ne? So, ich glaube, ja, jetzt sind wir durch, meine Freunde. Wir haben's geschafft, bis zum Ende. Grüße geht raus an mein Subreddit. Vielen Dank für diesen free Content. Schaut da auf jeden Fall vorbei, meine Freunde. Der Link ist in der Videobeschreibung. Stream läuft. Ich küsse eure Augen und werde mir etwas zu essen bestellen. Ich bin unglaublich hungrig. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen. Ciao.